Buenos dias, ihr zukünftigen Millionäre. Heute habe ich riesige News, Statistiken und On-Chain-Daten für euch. Heute erkläre ich euch ganz genau anhand diverser Analysen, warum dieses Allzeithoch bei Bitcoin und der momentane Bullrun viel, viel besser, bullischer und stärker ist als der Bullrun im April oder 2017. Warum wir wahrscheinlich noch viel höhere Preise sehen werden bei Bitcoin und anderen Kryptos. Lehnt euch zurück und genießt das Video. Es ist alles auf Fakten basiert, mit diversen Statistiken und On-Chain-Daten. Ich würde mich über ein Like und Kommentar freuen, da ihr mich so am besten unterstützen könnt und den Algo kräftig pusht für mich. Ich verteile zudem immer mal wieder zufällig gratis USDT an einen zufälligen Like und Kommentar. Falls euch meine Gruppen überhaupt nicht interessieren, oben links im Video könnt ihr sehen, wann der Videoinhalt beginnt und bis dahin überspringen. Falls ihr in die Telegram-Gruppe von mir wollt mit exklusiven Tipps, schnellen Signalen und Ordern und die wichtigsten News und wie man handeln muss, in jeder Marktsituation wie meine Mitglieder, die Cardano, Ripple, VeChain am Tiefpunkt kaufen konnten und weitere Kryptos fast perfekt an den Höhepunkten verkaufen konnten mit meinen Signalen, zudem starke Trades auch mit kleineren speziellen Kryptos, aber auch viele wichtige Inhalte und Signale für Leute, die nicht aktiv traden, sondern einfach nur hodeln, zudem der Discord mit so gut wie jeder Thematik im Kryptobereich, ob Steuern, Exchanges, Staking, heiße kleine Kryptos und so weiter, dann empfehle ich euch die Mitgliedschaft bei mir. Eine Mitgliedschaft ist erfordert für den Zugang zu den Gruppen. Stoppt das Video kurz und lest das Angebot hier auf dem Bild durch. Zu den Gruppen kommt man mit dem ersten Patreon-Link in meiner Videobeschreibung. Wir fangen an, das Bitcoin-Transaktionsvolumen erreicht 700 Milliarden Dollar in einer Woche. Das ist siebenmal das Allzeithoch von April. Das Transaktionsvolumen von Bitcoin ist jetzt siebenmal größer als im April während des vorherigen Höchststandes. Und der Großteil davon entfällt auf große Transaktionen, so wie Daten uns zeigen. Es gab schon viele Vergleiche zwischen dem aktuellen Bitcoin-Kurs und dem Kurs im April, als die Kryptowährung ihr bisheriges Allzeithoch erreichte. Das Forschungsunternehmen Into the Block weist nun auf einen erstaunlichen Unterschied im Transaktionsvolumen von Bitcoin zwischen den beiden Zeiträumen hin. Nach Angaben des Forschungsunternehmens erreichte das On-Chain-Volumen von Bitcoin mehr als 700 Milliarden Dollar, was einen Anstieg um das Siebenfache im Vergleich zum April bedeutet. Darüber hinaus stellt das Unternehmen fest, dass der größte Teil des Volumens aus Transaktionen im Wert von über 100.000 Dollar stammt. In Zukunft wird es anscheinend weniger Spekulation auf dem Markt geben. Indem wir Adressen verfolgen, die Bitcoin länger als 30 Tage halten, können wir messen, wie viel neues Geld in den Markt fließt. Von Januar bis April erlebte Bitcoin einen massiven Anstieg des kurzfristigen Interesses von Einzelhändlern. In diesem neuen Allzeithoch ist die Zahl der Händler um 39,3% zurückgegangen. Es gibt auch einige Dinge, die anders sind, wenn man die Bitcoin-Kursentwicklung jetzt und während des Höchststandes im April vergleicht. Auf Anhieb gibt es keine ernsthaften Anzeichen dafür, dass Kleinanleger auf den Markt strömen, also Retailer. Das bedeutet, dass es noch kein FOMO gibt. Etwas, das normalerweise auftritt, wenn sich der Zyklus seinem Höhepunkt nähert. Der Markt ist auch nicht mehr so übermäßig gehebelt wie damals. Im April nahmen die Inhaber langfristiger Papiere bei einer durchschnittlichen achtfachen Hebelwirkung Gewinne mit. Und jetzt tun sie dies bei einer durchschnittlichen dreifachen Hebelwirkung. Ein deutlicher Rückgang. Aber hier gibt es noch drei Gründe, warum das Allzeithoch von Bitcoin jetzt bullischer aussieht als im April 2021. Bitcoin hat kürzlich sein früheres Allzeithoch durchbrochen und ist über 67.000 Dollar gestiegen. Ich erkläre euch jetzt, warum der Markt viel bullischer ist als zum damaligen Allzeithoch und warum das wahrscheinlich noch nicht der Top war und wir viel höhere Preise sehen werden. Es waren ein paar wilde Monate für den Bitcoin-Preis. Er stieg von etwa 65.000 Dollar im April auf unter 30.000 Dollar im Juli und erreichte erst vor kurzem fast 68.000 Dollar. Viele ziehen Vergleiche zwischen der Marktdynamik im April und jetzt und da sich Bitcoin in der Preisfindung befindet, lohnt es sich, ein paar Gründe zu betrachten, warum die Dinge derzeit viel bullischer sind als zuvor. Erstens, FOMO im Einzelhandel ist nicht da. Das Wichtigste zuerst, einer der Hauptkatalysatoren für parabolische Anstiege des Bitcoin-Preises waren immer Schwärme von Einzelhändlern, die in letzter Minute Bitcoin kaufen wollten. Dies wird gemeinhin als Retail FOMO bezeichnet und wir haben es 2017 und im April dieses Jahres gesehen. Daten von Google Trends belegten dies. Im Dezember 2017 und im April 2021 betrugen die Daten für Bitcoin-Suchen und Käufen absolute Allzeithochs. Momentan sind sie aber relativ niedrig, sogar extrem niedrig. Es gibt keine wirklichen Anzeichen dafür, dass Kleinanleger auf dem Markt sind. Das bedeutet, dass wir noch lange nicht in der Nähe des tatsächlichen FOMO-Niveaus sind, was viele dazu veranlasst zu glauben, dass es noch viel Aufwärtspotenzial gibt. Momentan sind es vor allem Institutionen und reiche Wale, die sich ihre Position aufgebaut haben. Der Kleinbürger fehlt jedoch noch.
Zweitens, wie vorhin schon kurz erwähnt, der Markt ist nicht übermäßig gehebelt. Eine Möglichkeit, die Überschuldung des Marktes im April mit der heutigen zu vergleichen, ist ein Blick auf das SOPR-Verhältnis der langfristigen Inhaber, das angibt, wann sie Münzen ausgeben. Langzeithalter, also Leute, die Bitcoin über 6 Monate hielten, nahmen im April viel öfter und viel mehr Gewinne, als sie es momentan tun. Eine weitere Möglichkeit, dies zu beurteilen, ist der Gesamtwert der aufgelösten Position. Am 18. April wurde berichtet, dass die gesamte Marktkapitalisierung innerhalb weniger Stunden etwa 360 Milliarden Dollar verlor und der Bitcoin-Preis um 9.000 Dollar einbrach. Dies führte zu einem historischen Liquidationsereignis, bei dem Long- und Short-Positionen im Wert von über 10 Milliarden Dollar vom Markt gefegt wurden. Ähnliches geschah im September inmitten der neuen Welle von China-FAT, als Bitcoin sehr stark von 52.000 Dollar auf 42.000 Dollar fiel. Allerdings waren die Liquidationen damals bei weitem nicht so hoch wie im April. Im April waren wir daran gewöhnt, jeden Tag Liquidationen im Wert von mehreren Milliarden Dollar zu sehen, da sowohl die Bullen als auch die Bären übermäßig gehebelt waren. Etwas, das man auch aus den sehr hohen Finanzierungssätzen hätte ableiten können. Jetzt aber hat Bitcoin sein Allzeithoch gebrochen und in den letzten Tagen hat es eine massive Volatilität erlebt. Aber es gab nur Liquidation im Wert von 300 Millionen Dollar. Das ist viel niedriger im Vergleich und in Relation. Dies bedeutet auch, dass die Möglichkeit eines größeren Squeezes deutlich geringer ist, da weniger Händler Hebelwirkung einsetzen. Und zu guter Letzt starke Fundamentaldaten. Es stimmt, dass die Fundamentaldaten von Bitcoin im Jahr 2021 im Allgemeinen viel stärker geworden sind. Aber die Rallye im April wurde durch ein Ereignis angetrieben, das vielleicht nicht so bedeutsam ist, wie viele es darstellten: das Engagement von Tesla auf dem Markt. Jetzt sieht die Sache allerdings ganz anders aus, denn die institutionellen Anleger strömen weiterhin in die Branche. Nicht nur das, wir haben gerade die Zulassung des allerersten Futures-gestützten Bitcoin-ETFs in den Vereinigten Staaten erlebt, der auf den Namen BITO getauft wurde. Zudem gab es die Zusagen und Zulassungen von zwei weiteren Futures-ETFs. Es ist eines der heißesten Produkte an der Wall Street, das seit paar Tagen im Handel ist, ein Milliardenvolumen generiert und über eine halbe Milliarde Dollar an Vermögenswerten anzieht. Er übertrifft andere große börsengehandelte Fonds wie den VOO in Bezug auf das Handelsvolumen um eine Größenordnung. All diese Dinge haben den Markt erheblich legitimiert und die Tür für traditionellere Anleger geöffnet, da er ein reguliertes Produkt bietet, das sie nutzen können. Es sieht so aus, als würden momentan immer mehr Reiche, Wale, Firmen und Institutionen in den Kryptomarkt hineinströmen, ohne die Absicht, ihn so schnell wieder zu verlassen. Freunde, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Hinterlasst bitte ein Like und Kommentar zu meiner Unterstützung. Und vergesst bitte nicht, ich bin kein Finanzberater. Alles, was ich sage, basiert auf meinen eigenen Meinungen, Erfahrungen, Analysen und Recherchen im Kryptomarkt. Alles, was ihr am Ende macht, ist eure eigene Entscheidung und ihr seid dazu verpflichtet, selbst Recherche zu betreiben. Das war Kryptowährung News.